Ich habe schon vergessen, dass ich gefilmt werde, weil ich gerade im Rausch bin. Meine Lieben, schön, dass ihr am Start seid zum neuen Burger-Video. Auf der Suche nach dem besten Burger Deutschlands. Eure Empfehlung: Five Guys, der Gigant aus Amerika. Das meiste Kommentar überhaupt. Ich habe es geschafft. Wir sind in München Gladbach. Borussia Park hinter uns. Ich durfte auch hier im Fußballhotel schlafen. Meine Freundin hat mich überrascht. Als Bayern, tolle Überraschung. Habe ich dich hops genommen? Ja. Aber gut, das Hotel. Aber zurück zum Thema. Haut mir auch in die Kommentare eure nächste Empfehlung. Denn ich möchte da hinfahren. Ich möchte euch den Gefallen tun. Also sehen wir uns vielleicht in eurer Stadt als nächstes bei dir im Burgerladen. Ja, und dann fahren wir jetzt zu Five Guys. Ich knall gleich irgendwie die Karte hoch und runter. Mal schauen. Hier sind die bisherigen Top-Burger, die wir getestet haben. Dann schauen wir, was euer Five Guys kann oder ob er zum Kotzen schmeckt. Wie habe ich vorhin nochmal gesagt? Der kann und der Gigant aus Amerika wird getestet. Der Gigant aus Amerika. Wir sind gefühlt bei dem größten Kaufhaus hier in Nordrhein-Westfalen. Europas größtes Einkaufs- und Freizeitzentrum, höre ich gerade. Krass. Ja, und da ist dieser Five Guys drin. Wir werden jetzt rein. Schauen wir mal, was das wird. Das ist echt krass. Ich habe das Gefühl, das Kaufhaus ist so groß wie Buxtehude. Keine Ahnung, wie wir Five Guys finden sollen. So, wir sind jetzt angekommen in der Food Area. Da vorne ist Five Guys. Wir sind am Schlüssel. Ich vermute fast, ich darf da jetzt nichts abfilmen. Keine Ahnung, wir werden es jetzt sehen, aber zumindest die Speisekarte werde ich mal ins Visier nehmen. So sieht er aus, so könnt ihr euch das vorstellen. Hier ist die Speisekarte. Wir haben hier nicht viele Burger zur Auswahl. Also wir haben Hamburger, Cheeseburger, Bangburger, Bacon, Cheeseburger. Ich habe vorher schon in der Speisekarte mal geguckt. Die haben sehr viel Süßkram und so, unter anderem auch Milchshakes und sogar, ich frag mal eben, gibt es bei euch einen Bacon-Milchshake? Die haben Bacon-Milchshake, aber ich will nicht. Ich wollte nur fragen. Ich nehme einen Cheeseburger und einen Bacon-Cheeseburger, bitte. Also Burger bestellt, jetzt muss ich mir hier eine Soße aussuchen. Und ich will einfach Ketchup. Ketchup, Gewürzgurken, gegrillte Zwiebeln. Das ist so, glaube ich, Standard, ne? Wir lassen es dabei, perfekt. Auf den Bacon-Cheeseburger? Auf den Bacon-Cheeseburger würde ich das gleiche nochmal. Wenn du eure Burger bewerten müsstest, 1 bis 10, was würdest du sagen? Also auf jeden Fall mindestens eine klare 9. Allein schon durch die Tatsache, dass alles beim Frisch hergestellt wird. Ja. Man hat eine riesen Auswahl, wie man seinen Burger belegen darf. Ja. Ich bin gespannt, ich werde ein Feedback geben. So, wir haben die 68 hier drauf, wir werden gleich aufgerufen. Ich bin übelst gespannt, glaub mir, ich bin echt richtig gespannt. Also, ich habe eigentlich nur eine kleine Frage an dich, ne? Ja. So deine Burger-Empfehlung, was würdest du mir empfehlen bei euch? Was du essen würdest, du isst ja gerne auch hier bestimmt, ja, ne? Also ich würde ehrlich den Little Cheeseburger empfehlen, wenn man nicht so großen Hunger hat. Aber wenn man doch dann lieber Lust auf zwei große Patties hat, dann würde ich doch lieber einen großen nehmen und ja. Und also, ja, okay, lieber einen großen. Ja, ich finde es auf jeden Fall hier leckerer als überall anders. Ich finde, die 10 ja. Euro lohnt sich dann auch. Das wäre meine Frage gerade. Ich kannte Five Guys gar nicht so sehr. Ich dachte, das wäre ein kleiner Laden, aber es ist eine riesen Kette. Ja. Was macht das denn so im Vergleich zu McDonald's Burger King? Was macht den hier geiler, den Burger? Also mit McDonald's und Burger King kann man das gar nicht vergleichen, weil hier ist einfach alles frisch. Hier sieht man, wie alles gemacht wird. Und bei McDonald's und Burger King ist das halt nicht der Fall. Das ist einfach eine versteckte Küche und hier sieht man, wie alles gemacht wird. Also du hast einen guten Überblick auf allem. Ja. Du weißt, du kannst dir alles selber aussuchen. Finde ich halt viel besser. Okay. Würdest du sagen, ganz klare Worte, McDonald's und Burger King Schmutz gegen im Vergleich zu Five Guys? Ja, würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Ich finde, okay, das ist einfach so Notfallessen, aber wenn, dann lieber hier. Ja. Ja. Ich sage ehrlich, ich fühle mich jetzt Thema wohler. Ihr wisst ja, ich esse gar nicht McDonald's oder Burger King. Hier fühle ich mich schon mal Thema wohler. Wir gucken jetzt, ob ihr wahre Worte sprecht. Guck mal, das ist der Getränkeautomaten. Kann man alles mögliche auswählen. Mixen auch das, ne? Ja, genau. Auch den Süßtee. Kannst deine Zitrone, Orangenbeere, Erdbeer, alles. Ich komme mir gerade so vor, als würde ich ein Werbevideo für Five Guys machen. Das ist nicht. Neutraler Test. Ihr kriegt meine neutrale Meinung gleich. Also wirklich 100% transparent. Was ich vom Feeling her geil finde, vielleicht guckst du viele Filme, irgendwie so American Style, sag ich. American Style, man holt es hier raus, irgendwie diese, ich fühle mich gerade, wisst ihr, wie in diesen amerikanischen Filmen, wo die beim Burgerladen waren, holen Burgerladen raus, hier, ich habe den Cheeseburger mitgebracht. So, jetzt gucken wir mal, was das hier macht. Also, ist natürlich immer Geschmackssache, vom Feeling her, wer was mag, wie man es mag, aber ich finde das sehr, sehr appetitlich irgendwie. Die sind, ich muss das Wort einfach sagen, übertrieben saftig, so vom, das Brot richtig weich. Als wenn die einmal noch mal, keine Ahnung, Wasser getränkt wurden. So wie man es aus diesen Filmen kennt. Da habe ich Bock drauf. Ich habe richtig Bock da drauf. Erstmal der normale Cheeseburger. Ich habe schon vergessen, dass ich gefilmt werde, weil ich gerade im Rausch bin. Ich esse ja in sowas wie McDonald's oder Burger King, für die, die mich nicht kennen.
ich esse da nicht. Ich kann euch jetzt nicht sagen, wegen meinen, wie sagt man das nicht, ethischen Vorstellungen. Ja, wegen meinen Prinzipien und so weiter. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser ist von Zutaten. Hinterher nochmal aufgenommen, wir haben uns nochmal erkundigt. Ist 100% Rindfleisch, keine Zusatzstoffe, keine Geschmacksverstärker drin. Also so viel dazu zur Qualität. Holle hat es vielleicht geschmeckt. Ihr seht gleich die Reaction da drauf. Ob ich es rausgeschmeckt habe oder nicht. Ich bin so zurückgeflasht. Es ist schon so dieses McDonalds-Feeling irgendwie und auch Burger King, aber schon brutal mit diesen Soßen, diesen Gewürzgurken. Ich weiß nicht, warum man aufgehört hat, Gewürzgurken auf den Burger zu machen. Es ist brutal. Dieses Brot, was richtig sapschig ist, und es hat so einen leichten Butter-Touch danach. So ein bisschen auch, als würdet ihr einen Keksteig reinbeißen. Schon heftig. Jetzt kommt der Bacon-Burger. Als gleich nur nochmal mit Bacon quasi. Kann die Kombi nur empfehlen. Ketchup-Soße, klassisch, Röstzwiebeln, Gewürzgurken drauf. Schon. Bacon das gleiche in grün. Der Bacon Burger möchte gar nicht drauf eingehen. Ohne finde ich besser. Deshalb bewerte ich gleich den hier. Auch geil, aber Geschmackssache. Also eins sei gesagt, das kann ich sagen. Wer diesen Film schiebt mit diesen Selfmade-Burgern, medium gebraten, irgendwie vom Burgerladen nebenan, der ist hier falsch. Das sage ich euch so, wie es ist. Das ist immer alles Geschmackssache. Aber wer gerade diesen Fastfood-Film auch geil findet, muss ich sagen, am Ende des Tages bewerte ich den Geschmack hier und nichts anderes. Mein Gedankengang ist wohl so, korrigiert mich in den Kommentaren, wenn es falsch ist, aber auch ein Five Guys oder sonst was wird nicht groß, weil der Burger scheiße schmeckt. Die haben auch mit einem Laden angefangen und das aufgezogen. Und dieser Burger hat einfach Hand und Fuß und dieses Oldschool-Feeling mit diesem Ketchup, Gurken und so weiter und so fort. Der haut mich gerade irgendwie vom Hocker. Der haut mich vom Hocker. Für mich ist es, glaube ich, tatsächlich gerade der beste Burger, den ich getestet habe. Das ist einfach das, was ich spontan denke gerade. Auch wenn das Disrespect ist gegen die ganzen Liebe und auch Zutaten, die mit Sicherheit beim Ottos Burger, bei allen anderen Burgern, die ich gestern mit Sicherheit um einiges besser waren. Ich bedenke das mit ein, Leute. Glaubt, ich bedenke das trotzdem meine Bewertung noch ein, aber vom Geschmack her sagt mein Herz gerade, ich muss eine 8,5 geben. Damit sind wir beim besten Burger Deutschlands bisher. Also, die sind ja auch sonst so, aber es schmeckt mir einfach brutal gut. Kann es nicht anders sagen. Ob es das Oldschool-Feeling ist, was ich mir lange verbiete, bei McDonalds nicht essen und. Aber der Burger ist einfach Hammer. Kann ich anders sagen. Haut mir eure Erfahrungen in die Kommentare. Euren neuen Burger, der diesen hier toppt. Ich bin sehr gespannt. Ja, und dann freue ich mich, uns in deiner Stadt vielleicht wieder zu sehen. Und bis zum nächsten Mal.